Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal die südöstliche Ecke von Sachsen an, am Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien. Etwa 1 Kilometer nördlich von Hartau befindet sich die Stelle, wo der Ullersbach in die Neiße fließt. Dort ist das Dreiländereck. Bereits aus einer Entfernung von einigen hundert Metern sahen wir die 4 Flaggen, diejenigen der Europäischen Union, Deutschlands, Tschechiens und Polens. Ja, und mit Freude haben wir auch wahrgenommen, dass dort eine Fußgängerbrücke war. Doch als wir dann am Ufer der Neiße standen, waren wir enttäuscht. Diese Fußgängerbrücke verband Tschechien mit Polen, aber von der deutschen Seite aus war nicht eine Brücke weit und breit zu sehen. So, jetzt waren wir am Dreiländerpunkt Deutschland, Tschechien, Polen. Im Zittauer Gebirge. Ja, das Wasser der Neiße war maximal knietief. Also man hätte die 10, 12 Meter auch mit hochgekrempelten Hosenbeinen und Schuhe ausgezogen übertreten können. Aber illegale Grenzübertritte machen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir nur die offiziellen Grenzübergänge. Ja, jetzt haben wir uns das mal angeschaut und was beeindruckend? Ja, naja, ist schon, wir stehen ja im Herzen Europas, ne? Ja. Ja, war schon interessant. Mhm. Das nächste Mal suchen wir uns einen Dreiländerpunkt aus, den man quasi zu Fuß umrunden kann, umlaufen kann. 2004 fanden hier Feierlichkeiten statt zur EU-Osterweiterung. Es wurde eine Behelfsbrücke gebaut, kurz danach wieder abgebaut. Ja, seit 2006 soll es ein Projekt geben, um eine neue Brücke zu errichten. Jetzt haben wir 2023 und die Frage steht, wann kommt die Brücke?